Auf der Suche nach dem wahren Selbst. Wie kann hier die Psychotherapie helfen? Sie kann uns nicht unsere verlorene Kindheit zurückgeben. Sie kann nicht Tatsachen verändern oder rückgängig machen. Mit Hilfe von Illusionen kann man Verletzungen nicht heilen. Das Paradies der präambivalenten Harmonie, auf das so viele Verletzte hoffen, lässt sich nie erreichen. Aber das Erleben der eigenen Wahrheit und das postambivalente Wissen um sie ermöglicht, auf einer erwachsenen Stufe, die Rückkehr zur eigenen Gefühlswelt. Ohne Paradies. Aber mit der Fähigkeit zu trauern, die uns unsere Lebendigkeit zurückgibt. Es gehört zu den Wendepunkten der Therapie, wenn Menschen zu der emotionalen Einsicht kommen, dass all die Liebe, die sie sich mit so viel Anstrengungen und Selbstaufgabe erobert haben, gar nicht dem galt, der sie in Wirklichkeit waren dass die Bewunderung für ihre Schönheit und Leistungen, der Schönheit und den Leistungen galt und nicht eigentlich dem Kind, wie es war. Hinter der Leistung erwacht in der Therapie das kleine, einsame Kind und fragt sich, wie wäre es, wenn ich böse, hässlich, zornig, eifersüchtig, verwirrt vor euch gestanden wäre? Wo wäre denn eure Liebe gewesen? Und all das war ich doch auch. Will das heißen, dass eigentlich nicht ich geliebt wurde, sondern das, was ich vorgab zu sein? Das anständige, zuverlässige, einfühlsame, verständnisvolle, das bequeme Kind, das im Grunde gar nicht Kind war? Was ist mit meiner Kindheit geschehen? Bin ich nicht um sie betrogen worden? Ich kann ja nie mehr zurück. Ich werde es nie nachholen können. Von Anfang an war ich ein kleiner Erwachsener. Meine Fähigkeiten, wurden sie einfach missbraucht? Diese Fragen sind mit sehr viel Trauer und altem, einst verdrängtem Schmerz verbunden, haben aber immer zur Folge, dass eine neue innere Instanz sich aufrichtet. Wie ein Erbe der Mutter, die es nie gegeben hat die aus der Trauer geborene Empathie für das eigene Schicksal. Ein Patient träumte in einer solchen Phase, er hätte vor 30 Jahren ein Kind umgebracht und niemand hätte ihm geholfen, das Kind zu retten. Vor 30 Jahren fiel es der Umgebung auf, dass das Kind völlig verschlossen wurde, höflich und brav, aber keine Gefühlsregungen mehr zeigte. Nun stellt sich heraus, dass das wahre Selbst nach Jahrzehnten des Schweigens mit der neu gewonnenen Fähigkeit zu fühlen zum Leben erwachen kann. Dessen Manifestationen werden nicht mehr bagatellisiert, nicht mehr verlacht oder verspottet, wenn auch noch lange unbewusst überfahren oder einfach nicht beachtet. Dies geschieht genau in der gleichen subtilen Art, wie es die Eltern früher mit dem Kinde taten, als das Kind für seine Bedürfnisse noch keine Sprache hatte. Es durfte ja auch als großes Kind nicht sagen, nicht einmal denken. Ich darf traurig oder glücklich sein, wenn mich etwas traurig oder glücklich macht. Aber ich bin niemandem Heiterkeit schuldig, und muss nicht meinen Kummer oder meine Angst oder andere Gefühle je nach den Bedürfnissen anderer unterdrücken. Ich darf böse sein und niemand stirbt daran. Niemand bekommt Kopfweh davon. Ich darf toben, wenn ihr mich verletzt, ohne euch, meine Eltern, zu verlieren. Sobald der Erwachsene seine gegenwärtigen Gefühle ernst nehmen kann, beginnt er zu realisieren, wie er früher mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen umgegangen ist, und dass dies seine einzige Überlebenschance war. Er fühlt sich erleichtert, wenn er Dinge in sich wahrnimmt, die er bisher abzuwürgen gewohnt war. Es fällt ihm immer deutlicher auf, wie er, um sich zu schützen, immer noch manchmal über seine Gefühle spottet, sie ironisiert, versucht, sie sich auszureden, sie bagatellisiert oder gar nicht wahrnimmt oder vielleicht erst nach einigen Tagen wahrnimmt, wenn sie schon vergangen sind. Allmählich realisiert der Betreffende selber, wie er gewaltsam Zerstreuung sucht. Wenn er bewegt, erschüttert oder traurig ist. Als die Mutter des sechsjährigen Kindes starb, sagte die Tante: Man muss tapfer sein und nicht weinen. Geh jetzt in dein Zimmer und spiele schön. In vielen Situationen erlebt er sich zwar immer noch von anderen her, sich ständig fragend, wie er wirkt, wie er jetzt sein müsste, welche Gefühle er haben sollte. Aber im Großen und Ganzen fühlt sich der Patient jetzt etwas freier. Der natürliche Prozess der Therapie geht nun weiter, wenn er einmal begonnen hat. Der Leidende fängt an, sich zu artikulieren, bricht mit seiner Fügsamkeit, kann aber aufgrund seiner Kindheitserfahrung nicht glauben, dass dies ohne Lebensgefahr möglich sein soll. Aus seiner alten Erfahrung heraus erwartet und fürchtet er Ablehnung, Zurückweisung, Bestrafung, wenn er sich wehrt und für seine Rechte einsetzt, um dann doch immer wieder die Befreiung zu erleben, dass er das Risiko aushalten und zu sich selbst stehen konnte. Das kann ganz harmlos beginnen. Man wird von Gefühlen überrascht, die man am liebsten nicht wahrgenommen hätte, aber es ist zu spät, das Sensorium für die eigenen Regungen ist bereits freigelegt, es gibt kein Zurück. Und nun darf das einst eingeschüchterte und zum Schweigen verdammte Kind sich so erleben, wie es dies bisher nie für möglich gehalten hat. Der Mann, der bisher nirgends Ansprüche stellte und unermüdlich die Ansprüche der anderen erfüllte, wird plötzlich wütend, weil der Therapeut schon wieder Ferien macht, oder es ärgert ihn, neue Leute in der Praxis zu sehen. Wie kommt das? Es ist doch nicht Eifersucht, das Gefühl kennt er gar nicht. Und doch, was haben die da zu suchen? Kommen da überhaupt noch andere Leute außer mir? Bis jetzt hat er das gar nicht realisiert. Eifersüchtig durften nur andere sein, er aber auf keinen Fall. Und nun erweisen sich die echten Gefühle stärker als die Vorschriften der guten Erziehung. Glücklicherweise. Doch es ist nicht leicht, die wahren Gründe der Wut sofort zu entdecken, weil sie sich zunächst gegen Menschen richtet, die uns helfen wollen, zum Beispiel gegen Therapeuten und eigene Kinder, gegen Menschen, die uns wenige Angst machen und die zwar Auslöser, aber nicht Verursacher der Wut sind. Zunächst ist es eine große Kränkung, nicht nur gut, verständnisvoll, großzügig, beherrscht und vor allem bedürfnislos zu sein, wenn die Selbstachtung bisher ausschließlich darauf aufgebaut war. Aber wir müssen dieses Gebäude der Selbsttäuschung verlassen, wenn wir uns wirklich helfen wollen. Wir sind nicht immer so schuldig, wie wir uns fühlen und auch nicht so unschuldig, wie wir es gerne glauben würden. Solange wir gefühllos und verwirrt sind, solange wir unsere Geschichte nicht genau kennen, wissen wir das jedoch noch nicht. Doch die Konfrontation mit der eigenen Realität hilft, Illusionen abzubauen, die den Blick in die Vergangenheit verstellt haben und mehr Klarheit zu bekommen. Wenn wir unser reales Verschulden in der Gegenwart entdecken, müssen wir uns dafür bei dem Geschädigten entschuldigen. Das macht uns frei, die unbewussten und nicht berechtigten Schuldgefühle aus der Kindheit aufzulösen. Denn wir waren nicht schuld an den erfahrenen Grausamkeiten und trotzdem fühlten wir uns dafür verantwortlich. Dieses hartnäckige, zerstörerische und irreale Schuldgefühl lässt sich nur verarbeiten, wenn wir es nicht durch neues, reales Verschulden in der Gegenwart abwehren. Viele Menschen geben die einst erfahrene Grausamkeit an andere weiter und erhalten dadurch das idealisierte Bild ihrer Eltern. Sie bleiben dann im Grunde wie kleine, abhängige Kinder, sogar im hohen Alter. Sie wissen nicht, dass sie echter und ehrlicher mit sich selbst und anderen werden könnten wenn sie sich erlauben würden, alte Gefühle aus der Kindheit zuzulassen. Je mehr der früheren Gefühle wir zulassen und erleben können, desto stärker und kohärenter fühlen wir uns. Somit können wir uns Gefühlen der ganz frühen Kindheit aussetzen, uns die damalige Hilflosigkeit erleben, was letztlich wiederum unsere Sicherheit stärkt. Es ist etwas völlig anderes, ob man als Erwachsener einem Menschen gegenüber ambivalente Gefühle hat, oder ob man, nach langer Vorgeschichte, sich plötzlich als ein zweijähriges Kind erlebt, das in der Küche vom Hausmädchen gefüttert wird und verzweifelt denkt, Warum ist Mama jeden Abend weg? Warum hat sie keine Freude an mir? Was ist an mir, dass sie lieber zu den anderen Menschen geht? Was kann ich machen, damit sie bleibt? Ja, nicht weinen, ja, nicht weinen. Damals konnte das Kind nicht in diesen Worten denken, aber nun war dieser Mann beides, der Erwachsene und auch das zweijährige Kind, und er konnte bitterlich weinen. Es war nicht ein kathartisches Weinen, sondern die Integration seiner frühen Sehnsucht nach der Mutter, die er bisher immer verleugnet hatte. In den folgenden Wochen erlebte der Patient die quälende Wut auf seine Mutter, die eine erfolgreiche Kinderärztin gewesen war und dem Kind keine Kontinuität in der Beziehung hatte geben können. Ich hasse diese ewig kranken Biester, die mir dich, Mutter, immer weggenommen haben. Ich hasse dich, weil du lieber bei ihnen warst als bei mir. Hier mischten sich Gefühle von Hilflosigkeit mit der lang aufgestauten Wut auf die nicht verfügbare Mutter. Dank dem Erlebnis, der Klärung und der Berechtigung der starken Gefühle, verschwanden den Patienten seit langem quälende Symptome, deren Sinn sich nun unschwer entziffern ließ. Seine Beziehungen zu Frauen verloren den ausgesprochenen Machtcharakter, und der Zwang, zu erobern und zu verlassen, ließ mit der Zeit nach. Alle Gefühle der Ohnmacht, der Wut und des Ausgeliefertseins werden in der Therapie in einer Intensität erlebt, die früher undenkbar gewesen wäre. Sie öffnen langsam das bisher verriegelte Tor zu den verdrängten Erinnerungen. Man kann nur etwas erinnern, was man bewusst erlebt hat aber die gefühlswelt eines in seiner integrität verletzten kindes ist ja bereits das ergebnis einer selektion in der das wesentliche ausgeschieden wurde erst in der therapie werden diese frühen gefühle die vom schmerz des nicht begreifen -Könnens des kleinen kindes begleitet sind zum ersten mal bewusst erlebt es ist jedes Mal wie ein Wunder zu sehen, dass trotzdem so viel Eigenes hinter der Verstellung, Verleugnung, Selbstentfremdung überleben konnte und zutage tritt, wenn der Zugang zu Gefühlen gefunden wurde. Und doch wäre es irreführend, wollte man annehmen, dass hinter dem falschen Selbst ein entwickeltes, wahres Selbst bewusst versteckt wäre. Das Kind weiß ja nicht, was es versteckt. Kurt formulierte es so Ich lebte in einem Glashaus, in das meine Mutter jederzeit hineinschauen konnte. In einem Glashaus kann man nichts verstecken, ohne sich zu verraten, außer unter dem Boden dann sieht man es aber selbst auch nicht. Ein erwachsener Mensch kann auch nur dann seine Gefühle erleben, wenn er als Kind zugewandte Eltern oder Ersatzeltern hatte. Den in der Kindheit misshandelten Menschen hat das gefehlt. Sie können deshalb nicht von Gefühlen überrascht werden, denn nur solche Gefühle finden bei ihnen Zutritt, die die innere Zensur, die Erbin der Eltern, zulässt und gutheißt. Die Depression, die innere Lehre ist der Preis, der für diese Kontrolle bezahlt werden muss. Das wahre Selbst kann nicht kommunizieren, weil es in einem unbewussten und daher unentwickelten Zustand geblieben ist in einem inneren Gefängnis. Der Umgang mit Gefängniswärtern begünstigt keine lebendige Entwicklung. Erst nach der Befreiung fängt das Selbst an, sich zu artikulieren, zu wachsen und seine Kreativität zu entwickeln. Und wo früher nur die gefürchtete Lehre oder die gefürchteten, grandiosen Fantasien zu finden waren, tut sich ein unerwarteter Reichtum an Lebendigem auf. Es ist nicht eine Heimkehr, denn das Heim hat es nie gegeben. Es ist eine Heimfindung.